Es ist einfach so, dass ich vermutlich heute Nacht ermordet werde. Ermordet? Ja. Ja, höchstwahrscheinlich von mir, wenn du bald aufhörst mit dem Seich. Wer soll die Wellen um die Ecke bringen und warum und woher weisst du denn das? Von der Madame Clicquot. Wie spät ist denn jetzt? Kurz vor den 11. Haben wir ja noch etwas Zeit. Bist du nervös? Ich? Ja? Nein. Siehst aber so aus. Ist der Pierre schon im Bett? Ich glaube, sie kann mal aufmachen. Nein, ich gehe. Sie hat keinen Grund auf mich zu schiessen, oder? Ich gehe. Ich weiß es nicht, oder? Wie sind Sie denn reingekommen? Über die Decke. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Darf ich vorstellen? Madame Lacroix. Kennen wir uns? Mein Name ist Justine Clicquot. Und wie geht es Ihnen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Sie, vor allem heute oben. Machen Sie sich keinen Kopf, mir geht es blendend. Wollen Sie nicht Madame vorlesen? Ich kann ohne Henri nicht weiterleben. Meine letzten Verfügungen liegen in Paris bei meiner Anwältin Madame Michelle Lacroix, ihre Madeleine de la Roche. Der Brief hat sie dabei über ihren Leichnam gefunden werden, um ihren Selbstmord vorzutäuschen. Halt! Verständig noch, Jean-Henri. Also. Mit anderen Worten, sie hat das Ganze hier veranstaltet, um mich zugunsten des Anklagten zu beeinflussen. Das ist genau meine Absicht. Ich habe so etwas noch halb vermutet. Ah ja. Nicht nur, dass sie mir, ich habe sie von Anfang an mit diesem Prozess in Verbindung gebracht, nicht nur, dass sie mir ihren Tod exakt für heute oben voraussagen, nein, sie schwätzen auch noch gleich wie der Anklagte. Wie scharfsinnig. Also, was haben Sie auf dem Herz jetzt? Armand Duval ist unschuldig. Nicht einmal sein Anwalt glaubt daran. Er hat heute das Mandat zurückgegeben. Ich weiß es. Ich verfolge den Anklagten seit 2 Jahren auf Schritt und Tritt. Aber ist es nicht gewesen. Und warum verfolgen Sie ihn? Ich liebe ihn. Ich werde morgen bestimmt bei der Verhandlung dabei sein. Zum Andenken. Die Mordwaffe. Wie heißt die Dame? Frau Dr. Clicquot. Ich glaube, da kommt sie gerade. Frau Gerichtspräsidentin Madame de la Roche, Frau Staatsanwältin Madame Chevalier, meine sehr verehrten Damen und Herren Geschworenen. Mein Name ist Justine Clicquot, ich bin die neue Verteidigerin und ich bitte um Ihres Wohlwollen. Angeklagter. Ja. Sind Sie so weit wiederhergestellt, dass Sie der Verhandlung folgen können? Ja, ich hoffe sehr, dass die heutige Verhandlung nicht ständig unterbrochen wird durch gewisse Schwächeanfälle. Das hoffe ich auch. Diese Anfälle treten vorzugsweise dann auf, wenn sie beginnen, sich in Widersprüche zu verwickeln. Das ist seltsam. Ja. Wollen Sie nicht lieber ein Geständnis ablegen und Ihr Gewissen erleichtern? Ich kann nicht. Warum nicht? Weil ich nichts drauf habe, Frau Richterin. Ich habe meine Frau nicht umgebracht. Warum verschwiegen Sie der Polizei, als Sie die Vermisstenanzeige machten, dass Sie kurz vor Ihrem Verschwinden noch mit ihr auf dem See waren? Ich dachte, es sei nicht wichtig. Ihre Frau ertrinkt im See und Sie dachten, es sei nicht wichtig, zu erwähnen, dass Sie vorher noch mit ihr das Boot gefahren sind. Als ich die Anzeige gemacht hatte, wusste ich ja noch gar nicht, dass sie ertrunken war. Frau Staatsanwältin, ich frage Sie in aller Form, ob Sie schon einmal den Anblick einer Wasserleiche genießen durften. Und ob Sie sich vielleicht vorstellen können, dass das Gemüt eines Witwers vielleicht doch fragiler ist als jenes einer Staatsanwältin. Zeugen behauptet, Sie seien ohne Jacke nach Hause gekommen. Ich verzog sie im Wasser aus, um besser schwimmen zu können. Madame Roux, Sie und der Angeklagte sind Nachbarn. Nicht gerade Nachbarn. Mein Haus überragt das des Monsieur Duval etwas, steht aber nicht in der Seitenstraße. Der Garten ist dem Anwesen zugewandt, grenzt aber nicht an das Genannte.
Sie haben also einen guten Überblick über Haus und Garten. Und das Atelier. Das Atelier steht im Garten. Wie viel Zeit nach dem Tod Madame Duval war vergangen, als Sie das erste Mal die Beobachtung machten, die Sie veranlasste, die Behörden einzuschalten? Das war etwa 6 Wochen danach. Einmal wurde vergessen, den Vorhang zu ziehen. Und da sah ich Schatten. Schatten worauf? Na, auf den weißen Vorhängen, die schon immer da waren. Was für Schatten? Die Schatten einer Frau und eines Mannes. Und was taten die Schatten? Küssten sie sich? Das auch. Und haben Sie erkannt, wer die Schatten waren? Den Mann? Ja, die Frau nicht. Und wer war der Mann? Amo Duval. Wie lange haben Sie dem Treiben zugeguckt? Ich habe dem Treiben so lange zugeschaut, bis ich genug hatte. Wann hatten Sie genug? Meine Damen, wollen Sie mich nicht in Schutz nehmen vor der Frau Verteidigerin? Ja, die Antwort auf diese Frage interessiert mich nun aber auch. Und seien Sie überzeugt, dass ich nie wieder einer Behörde einen Tipp abgeben werde.